In Langnau wurde Oliver Setzinger bei seinem letzten Einsatz für die Emmentaler mit Pfiffen empfangen. Doch Pfiffe hin oder her, heute mussten gegen den Tabellennachbarn unbedingt drei Punkte her. Da kam die doppelte Überzahl in der 16. Minute gerade recht. Helfenstein mit einem platzierten Schuss unter die Latte zum 1:0. Helfenstein mit viel Einsatz kämpfte heute gegen alles, was sich ihm in den Weg stellte. Die Tessiner brauchten für den Ausgleich nur eine einfache Überzahl und einen Erik Westrum, der nicht zu bremsen war. Gespielt etwas mehr als 21 Minuten. Die Antwort der Emmentaler mit Haas auf Gerber. Und nach 26 Minuten führten die Tigers wieder mit 2:1. Doch lange währte die Freude von Langnau nicht. Gut 100 Sekunden später bezwang Gauci Benjamin Kons mit diesem platzierten Schuss zum 2:2. Drei Minuten vor Ende des zweiten Abschnitts, beide Teams mit einem Mann weniger auf dem Eis. Und das schien den Langnauern besser zu behagen. Murphy. Und dann war es Kamenzind, der seine Mannschaft mit etwas Glück zum dritten Mal in Führung brachte. Nach 43 Minuten die Tiger mit einem Mann mehr auf dem Eis. Setzinger legte auf für Brooks. Langnau führte zum ersten Mal mit 2 Toren Unterschied. Dieses 4:2 schien die Gastgeber etwas zu beruhigen, Verwirrung dagegen bei den Tessinern und das nützte Fabian Sutter aus zum Schlussresultat von 5:2.